Ich bin Donnerstag hier angekommen, erstmal ein bisschen mit der Familie natürlich entspannt. Ich war am Freitag beim VfB-Spiel, das erste Spiel auch wieder mit voller Kapazität, war der Hammer. Und jetzt hier ins Camp zu sehen, wie viele Kids hier draußen sind, wie viele Familien gekommen sind, ist echt sehr cool. Ich weiß nicht, wie viel ich richtig gemacht habe, aber es zeigt halt, wie viel der Sport, sag ich mal, gewachsen ist, wie viele Kids jetzt anfangen, Football zu spielen. Das ist auf jeden Fall sehr exciting. Mir geht es darum, den Weg einfach größer zu machen für deutsche Sportler, die den Footballweg gehen möchten. Als ich Football angefangen habe, war der Sport fast noch unsichtbar. Und jetzt einfach zu sehen, dass die Kinder begeistert sind, will ich natürlich auch mal ein bisschen weitergeben. Yeah. There we go! Let's go! Der NFL-Traum kam, glaube ich, erst später dazu. Also für uns ging es am Anfang erstmal darum, Spaß zu haben. Ich bin im Football angekommen, nachdem ich beim Fußball irgendwie immer zu groß war, beim Basketball irgendwie immer ausgefault habe. Und beim Football habe ich irgendwie genau reingepasst. Ja? Und ich denke, darum geht es heute auch. Also wir wollen den Kids natürlich ein paar Werte vermitteln und ein bisschen Football beibringen, aber der Spaß steht erstmal im Vordergrund. Und der Kampfgeist, die Competition, das wollen wir eben hier wecken. Wir als junge Sportler konnten uns nie vorstellen, dass die NFL mal zu uns kommt. Ja? Wir haben immer gedacht, wir müssen zur NFL gehen. Und ich denke, es zeigt, wie sehr der Sport einfach gewachsen ist. Und ich bin sehr gespannt für die deutschen Fans, wie das Ganze wird. Nach mir kommt jetzt schon Marcel Dabo, der auch in Stuttgart der Scorpion war, danach bei der Surge gespielt hat in der ersten Saison und jetzt vor dem Sprung in die NFL steht. Also der Südwesten ist, glaube ich, auf jeden Fall bei Football vorne dabei. Die Raiders sind mein neues Team, ist mein neues Kapitel und ich bin sehr gespannt auf die Zeit dort. Das Ziel ist dasselbe wie jedes Jahr für mich und das ist, den Kader schaffen und einen Weg finden, dem Team zu helfen und besser zu werden. Ich bin sozusagen ein bisschen ein Aushängeschild für ganz Deutschland in jedem Lockerroom, in dem ich bin. Die Jungs fragen mich immer über Europa. Die fragen mich Sachen wie, habt ihr WLAN in Deutschland oder gibt es bei euch auch Internet und sowas. Also ich arbeite sozusagen Grundlagenarbeit und versuche den Amerikanern in Deutschland ein bisschen näher zu bringen. Ich habe über meine Zeit in den USA gemerkt, wie sehr ich Deutschland doch mag und wie sehr ich eine gute Infrastruktur und öffentliche Verkehrsmittel doch appreciate. Und auch wenn hier die Portionen ein bisschen kleiner sind und irgendwie dein Getränk im Restaurant nicht immer nachgefüllt wird, ist mir Deutschland doch Liebe.